Ach so, nee, wir machen erstmal Kron TV. Ja, sorry, wir machen erstmal Kron TV, das hat man ja gesagt. Das möchte ich auch noch kurz was erzählen dazu. Da kann ich auch noch mal kurz ein bisschen reinspreaden in die ganze Freunde der News. Angelegenheit. Wir haben gestern die zweite Folge von Props oder Hops hochgeladen. Unter anderem wurden gedisst und gelobt ABK und Bibi. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Aber ein bisschen was ist ekelig. Deine Fans beleidigen sein Kind. Bruder, sag mir nochmal, wer der Pedo ist. Alles gefickt, Digga. Tschüss. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Erster Link in der Beschreibung. Das erste Thema. ApoRed hat mal wieder alle seine Videos gelöscht. Er hatte ja bereits im Dezember alle seine Videos offline genommen. Seitdem hatte er ja drei neue Werke hochgeladen. Unter anderem die angeblichen Entschuldigungen an Mimi und das andere Video, was mir gerade halt nicht einfällt. Nachdem ich jetzt am Mittwoch den Live-Talk und am Freitag das dazugehörige Kuchen Talks hochgeladen habe, hat er die drei Videos jetzt offline genommen. Dieser Pan hat er bereits auch schon drüber berichtet und hat einen Kommentar gezeigt, der gefragt hat, ob Ja gut, das ist jetzt gerade nicht so spannend über ApoRed. Aber wenn man lügt, dann sagt man halt automatisch die Unwahrheit. Achso, hier, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. So, jetzt steigen wir in das Thema ein, worüber ich auch nochmal ganz kurz sprechen möchte und wo ich eure Meinung auch nochmal hören möchte. Meinung, ich habe da nichts als Fakt hingestellt. Was denkt ihr, wie geht es jetzt mit ApoRed weiter? Kommt trotzdem noch Videos von ihm oder nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es gibt mal wieder eine heftige Streitigkeit auf Twitter. Und zwar hat die Streamerin Tinker Leo folgenden Ausschnitt auf Twitter hochgeladen. Nein, bitte tötet mich nicht. Ich bin jetzt schon 100-mal tot gewesen. Girl? Ich möchte nur zu Lara. Warte mal, will ich auf mein Gesicht setzen? Women? Denn Women? Hallo, wo dein bist du? Ernst, dass deine erste Frage ist, ob ich mich auf dein Gesicht setzen will? Welches Niveau haben wir hier? Unterirdisch? Dann bring mich lieber um, ehrlich. Alright. Nun ist ganz Twitter entflammt, ob es sich hierbei um sexuelle Belästigung handelt oder nicht. Danny hat dazu auch einige Statements abgegeben, also das ist der Typ, der das zu ihr gesagt hat. Zählt das schon zu sexueller Belästigung? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber okay, sich auch schon davon distanziert hat. Das Ding ist, dass das halt so ein Running Gag bei ihm ist und er das wo halt allen möglichen Leuten an den Kopf wirft, vollkommen egal, welches Geschlecht sie haben. Allerdings muss man natürlich auch einfach sagen, dass Frauen gerade im Voice-Chat bzw. im Gaming-Bereich leider noch täglich Angriffe von sexueller Belästigung bzw. von Belästigung allgemein werden. Da ist es natürlich für eine Streamerin halt nicht durchschaubar, gerade wenn man die Person nicht kennt, ob das Ganze jetzt halt einfach nur so ein schlechter Joke ist oder halt tatsächlich Belästigung. Daher finde ich ebenfalls, dass sowas halt überhaupt nicht geht. Wenn du solche Jokes mit irgendwelchen Freundinnen machst, die dich kennen und die das auch lustig finden, ist das in Ordnung. Aber bei irgendwelchen Frauen, die du halt überhaupt nicht kennst, geht sowas meiner Meinung nach halt wirklich überhaupt nicht. Twitter ist halt auch größtenteils dieser Meinung gewesen. Ja, also ich sehe das jetzt zwar ähnlich, dann gehen das, also ich bin der ähnlichen Meinung wie Kuhn TV, wenn man das unter Freunden macht, ist das in Ordnung. Wenn man jetzt eine Person nicht kennt und der erste Satz ist, kann ich mich auf dein Gesicht setzen oder irgendwas mit, oder kannst du dich auf mein Gesicht setzen oder sowas. Als Running Gag in seiner eigenen Community ist das natürlich alles ein bisschen low. Aber aufgrund dessen, von diesem einen Satz, wurden gefühlt 10 Tweets von ihr verfasst und sich darüber beschwert, wie es sein kann, dass hier sexuelle Belästigung stattfindet. Dann haben einige gesagt, sowas sollte permanent gebannt werden auf Twitch, wegen einem Running Gag. Und ich frage mich wirklich, ob manche, also natürlich, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay. Aber manche, die übertreiben so maßlos bei dieser Angelegenheit. Also, ich bin ganz ehrlich, natürlich, das ist, als erster Satz ist das nicht in Ordnung, gar keine Frage. Aber deswegen, ja, eine Twitter-Diskussion zu führen und auf Twitter das so publik zu machen, dass gesagt wird, der gehört permanent gebannt und dann Twitter teilweise noch zu markieren, damit Twitch noch zu markieren, damit Twitch am Ende diesen Streamer bannt, obwohl das Ding dann auch schon geklärt war. Ey, da tut mir alles weh. Da tut mir wirklich alles weh. Ey, der hat halt einen Insider-Joke hat er gebracht, ne? Ist natürlich nicht schlau, einen Insider-Joke jemanden vorzutragen, der damit gar nichts zu tun hat. Aber der hat einen Joke gemacht und es war halt auch ein offensichtlicher Joke irgendwo. Und keine Ahnung, Mann, aber man kann es auch ein bisschen zu übertrieben sehen. Ist jetzt so meine Meinung. Also man muss es ja jetzt nicht an die absolut große Glocke hängen. Hier wurde ja niemand handgreiflich oder sonst irgendwas, sondern hier wurde gesagt, kannst du dich auf mein Gesicht setzen? Was jetzt nun wirklich ein übertriebener, sarkastischer Spruch ist. Ah, ey, keine Ahnung. Und dann schlagen so Leute so eine übelste Welle, was weiß ich, wie Hand of Blood. Also das habe ich nicht ganz so krass mitbekommen bei Hand of Blood. Aber zum Beispiel auch, warte, wer hat auch noch mit da hart getwittert? Ich glaube, Stay hatte noch irgendwas mit dazu gesagt, dass es gar nicht geht.
Hand of Blood hat komplett gesagt, also das ist ja eine absolute Schande und sowas, so von den Twitch-Terms so sowas, TOS-Regeln, gehört sowas permanent gebannt, aber er hat sich ja entschuldigt und dementsprechend ist der Lerneffekt wahrscheinlich besser als ein direkter Bann. Wo ich mir so denke, Bruder, ey, übertreib die Lage doch nicht. Hier wurde ein Joke gerissen und ihr übertreibt gerade maßlos. Wirklich. Also das frage ich mich dann halt auch. Auch Henno hat sich hier mal wieder eingeschaltet. Mit Sicherheit ist das nicht okay, was er dort gesagt hat, gar keine Frage. Aber dann so, obwohl das geklärt ist, dann noch so eine Welle zu schieben, das tut halt weh, ne? Das tut halt schon weh. Und ein paar Tweets dazu rausgehauen. Leider hat er sich dann selber komplett ins Ausgeschossen, indem er einfach gegen eine komplette Twitter-Bubble geschossen hat. Und zwar hat er folgendes getweetet. Wunderschönen Sonntag, wundert euch bitte nicht, was mittlerweile unter meinen letzten Tweets abgeht. Durch das Thema gestern ist das antifeministisch und rechtspopulistische Trollnetzwerk. War denn klar, dass das ein Joke war? Also ich persönlich, ich habe das ja einmal gehört und ich kenne Danny nicht. Ich weiß, dass das ein Kollege von Papa Platte ist. Ich habe mir diesen Clip angeguckt und dachte mir so, also es ist ja schon relativ offensichtlich, dass er sie nicht persönlich jetzt anspricht und sagt, setz dich bitte auf mein Gesicht und dass es ernst meint. Also ich finde, man hat tatsächlich relativ gut erkennen können, dass das einfach ein Joke ist. Ja, aber letztendlich, das muss halt jeder für sich so selber auffassen. Ne? Wie gesagt, der eine sieht's schlimm, der andere nicht so. Ich persönlich finde, auf Twitter wurde eine viel zu große Diskussion wegen so einer Sache geführt, die innerhalb von 5 Minuten geklärt war. Sift Twitter auf mich aufmerksam geworden, die verfälschen stark die Diskussion. Unter dem Tweet hat er den Leuten auch die Möglichkeit genommen, dazu zu antworten. Man kann nur auf den Tweet antworten, wenn Henno einem folgt. Natürlich haben die Leute dann einfach unter den anderen Tweets geantwortet, wo es halt haufenweise Memes gibt, denn nicht nur, dass Henno hier einfach eine komplette Community über einen Kamm schert, was meiner Meinung nach halt gar nicht geht, denn wahrscheinlich gibt es einige Leute in dieser Bubble, auf die diese... Mich triggert, by the way, wirklich GrundTV. Also das habe ich schon immer gesagt, ne? Aber jetzt mal ohne Witz, wen alles, ja, schreibt mal bitte eine 1 rein, wenn es euch auch triggert. Wen triggert QNDVs Pullover? Das ist ein Pullover von Louis Vuitton und der sieht einfach aus, als wäre der hier oben ausgewaschen. Das ist, mich triggert das, wie kann man einen Pullover tragen, der aussieht wie ausgewaschen? Das macht mich fertig. Ich denke mir halt so, werf ihn doch direkt weg. Oder Altkleidersammlung, ja, ist ja auch entspannt. Aber ich gucke mir den Pullover so an und ich denke mir, Junge, bitte dreh den Pullover um, wenn du den wäschst. Ja, weil dann passiert genau sowas. Das ist Kunst. Ey, wirklich. Mittlerweile ist, du kannst auch einen Scheißhaufen auf ein Stück Stoff machen und ein Markenzeichen tragen und dann hast du trotzdem, kannst du trotzdem für 500 Euro das Ding kaufen. Oh nee, das macht mich fertig. Ich mach wirklich sowas fertig. Ich habe ja schon das letzte Mal, Dark Souls, grüß dich, Bruder. Boah, Olli, das Wetter ist übel nice. Findest du den wirklich übel nice? Ich bin da echt nicht, ich bin jetzt auch kein Modegenie, aber keine Ahnung, Mann, ich fühle es null. Ich finde auch, als wir uns das letzte Mal das angeguckt haben, mit wie viel ist dein Outfit wert, ich kann nur den Kopf auf die Tischplatte schlagen, weil das einfach nur dumm ist. Es ist halt einfach nur dumm. Aber trotzdem kann man meiner Meinung nach nicht eine komplette Community einfach über einen Kamm scheren und sagen, dass halt alle so sind. Gerade ein Henno, der selber schon Videos gegen Hetze und sowas gemacht hat, da kommt das natürlich komisch rüber, wenn er dann selber anfängt, gegen solche Communities einfach zu hetzen, um sich der Diskussion zu entziehen. Wirklich? Und nicht nur das. Unter den anderen Tweets gab es dann, wie gesagt, sehr, sehr viele Antworten und es wurde halt einfach wirklich jeder blockiert, der da irgendwas geschrieben hat. Mann. Es haben halt sehr viele Leute mit Memes kommentiert, wie ihr hier auch sehen könnt. Und unter einem Meme hat ein Nutzer dann geschrieben, warum er überhaupt die Zeit für sowas nutzt und er in der Zeit ja viel, viel sinnvollere Dinge hätte machen können. Ein Henno, der darunter aber gefühlt 500 Twitter-Accounts blockt, der hätte mit seiner Zeit natürlich nichts Sinnvolleres anfangen können. Toller Fanboy-Kommentar. Es ist halt auch absolut stabil, dass Hand of Blood sich die Zeit nimmt, die ganzen Leute zu blockieren. Wirklich, also es ist mir ein Rätsel. Ich hatte auch mal eine Zeit lang auf YouTube die Leute blockiert, die mich als Hurensohn beleidigt haben. Einfach, weil es dumm ist, das kommt eh bei mir in den Spam-Ordner und so habe ich sie gleich blockiert und das ist auch gar kein Problem. Aber ich check das nicht, ja. Also sich die Zeit auf Twitter zu nehmen, Leute zu blockieren, ne, 1-2 Leute ist ja in Ordnung, ja, aber das sind ja wirklich hunderte Accounts, die er blockiert hat, wo man sich so denkt, also was machst du in deiner Freizeit? Das ist mir echt ein Rätsel.
Kommentar auf jeden Fall von dir. Das Lustige ist, dass Hand of Blood Leute gedockt hat, die positiv für ihn gesprochen haben und die sich auch die Frage gestellt haben, warum man da jetzt überhaupt so viel Zeit reinsteckt. Also geiler Typ auf jeden Fall, der Fanliebe wieder am Start. Natürlich kann er blockieren, wen er will. Ich persönlich finde das aber einfach sehr peinlich, dass er eine komplette Community beleidigt und denen dann sogar die Möglichkeit gibt, mit ihm eine normale Diskussion zu führen. Dass die Leute dann irgendwann einfach nur noch Memes und so weiter stellen, ist ja halt klar, weil Diskussion geht da ja einfach aus dem Weg. Das macht Hand of Blood leider schon immer. Er hat auch damals Das war ja zu 100% nicht, das war sein Manager oder so. Woher willst du das wissen? Ich kann dir zu 99% sagen, dass Hand of Blood auf seinem Twitter-Account keinen Manager hat. Und Hand of Blood hat das schon öfter gemacht, Leute dann blockiert, ne? Nachdem er dann Tweets rausgesendet hat und Leute waren nicht seiner Meinung oder haben halt Scheiße gepostet, hat er die direkt blockiert. Das ist nicht sein Manager. Nur weil man ein Netzwerk hat oder selber auch ein Netzwerk führt, heißt das nicht, dass man einen eigenen Manager hat für seinen eigenen Account. Zumal ein Account auf Twitter normalerweise nicht gemanagt wird. Das macht man selber. Weil man selber ist dahingehend dafür verantwortlich, was man postet. Gehe ich nicht davon aus, dass das sein Manager war, zumal ja auch, selbst wenn das jetzt sein Manager war, dann ist ja er trotzdem dafür verantwortlich, was aus seinem Account passiert und dann war es halt der Manager, aber Hand of Blood muss sich dann dafür verantworten. Das ist halt lost. Kollegen einfach manuell geblockt mit der Begründung, dass das ja ein Kuchen-TV-Anhängsel ist, nachdem er in der Diskussion halt ganz klar verloren hat. Ich persönlich finde es sehr schade, dass er sehr arrogant und engstirnig durch das Leben geht, denn selbst wenn man da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, kann man zumindest mal eine Diskussion anstoßen. Finde ich wirklich sehr traurig. Aber der Typ ist ja auch erst erwachsen, alles gut. Viele von euch werden das wahrscheinlich mitbekommen haben, ich habe ja letzte Woche auch schon darüber berichtet, dass Offen und Ehrlich ein Funk-Kanal ein sehr gutes Video darüber gemacht hat, dass bei der Brille von InScope und Tim Löffel einige Sachen nicht so ganz richtig gelaufen sind. InScope 21 und Tim Löffel. Aber wie trocken halt auch, ne? Wie er es einfach vorträgt. Tim Löffel. Ne? Angeblich soll es sich hier um ein Alibaba-Produkt handeln. Außerdem ist das Design 1:1 von einem amerikanischen YouTuber geklaut. Nun haben sie, wie versprochen, am Mittwoch auf dieses Video reagiert und das Ganze sogar super transparent gemacht. Sie haben Rechnungen gezeigt, Zertifikate und Belege, alles, was sie halt zeigen konnten. Finde ich wirklich sehr, sehr stark, dass sie da wirklich so offen mit der Community umgehen. Gleichzeitig haben sie auch gesagt, dass jeder, der sich jetzt irgendwie verarscht fühlt oder so, kann die Brille gerne kostenlos zurücksenden und bekommt dann halt sein Geld wieder. Auch das eine sehr, sehr coole Aktion. Der Typ, der mit den beiden die Brille rausgebracht hat, hat ebenfalls die Schuld auf sich genommen und hat auch gesagt, dass er weder InScope noch Timixer darüber aufgeklärt hat, dass das Design 1:1 geklaut ist. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark, wie mit dem Fehler da umgegangen wird. Den Stream könnt ihr euch, glaube ich, immer noch auf Twitch angucken, wenn ihr darauf Lust habt. Momentan gibt es im Deutschrap-Universum mal wieder einen heftigen Beef. Mois hat diese Woche ein Video zu Asche hochgeladen, wo er ihm einige sehr, sehr krasse Dinge vorwirft. Ja. Asche ist ein Rapper, der sich gerne damit brüstet, dass er ja aus Tschetschenien kommt und im Krieg großgezogen worden ist. Nun hat Mois einfach mal seinen Personalausweis geleakt, woraus geschlussfolgert werden kann, dass er gar nicht in Tschetschenien geboren wurde, sondern in Polen. Außerdem ist er laut dem Ausweis auch ungefähr 10 Jahre älter, als er in Wirklichkeit angegeben hat. Natürlich können wir hier noch nicht sagen, ob der Personalausweis jetzt echt ist oder nicht. Es gibt wohl auch die Vermutung, dass es ein gefälschter Personalausweis ist, weil die Einreise nach Deutschland aus einigen Ländern viel einfacher ist und es da wohl dann gang und gäbe war, dass man sich halt gefälschte Ausweise geholt hat, damit man dann leichter... Ja, das ist halt lassig, ne? Also ich fälsche auch immer mal meinen Ausweis. Nee, also ich finde das Video von Mois, kann ich euch sagen, das hatte ich ja schon am Anfang mal gesagt, das war anfangs, dachte ich mir, Alter, der hat den gerade ganz böse hops genommen, der ganz böse zerstört. Ich gehe fast davon aus, dass Asche dafür eine Rechtfertigung hat und dass es halt nicht so war, wie Mois das beschrieben hat. Und wie gesagt, bei Mois ist es für mich das Problem, der labert mir zu viel und widerspricht sich zu heftig. Ja, also ich finde, der widerspricht sich so extrem oft, dass ich mir vorstellen kann, dass er dann übelst hops genommen wird von Asche. Ich denke, Asche wird ihn auf jeden Fall richtig hops nehmen. In Deutschland. Der Mois mittlerweile echt scheiße. Ich finde ihn sehr, also ich schaue ja nicht weiter seine Videos, aber das, was ich halt mitbekomme, ist halt ein Widerspruch nach dem anderen. Ja, und er hat zum Beispiel Leute vor 2 bis 3 Jahren, als er so groß geworden ist, hat er Leute gehasst wie Enno, ne, wie, keine Ahnung, ne, die Autotune-Szene. Er hat selber Autotune gehasst und dann, als er mit den Leuten irgendwas zu tun hatte, hat er das auf einmal gefeiert und hat auch selber Autotune gefeiert. Und möchte auch unbedingt ein Rapper sein. Da es bei ihm aber nicht klappt, muss er halt gegen die Rapper sticheln. Schon einwandern konnte. Asche selber hat dazu das noch kein Statement abgegeben, er hat nur mal... Den einzigen, den ich feiere in dieser ganzen Rap-Thematik, ist eigentlich Marvin California. Der Typ, der ist eigentlich relativ stabil. Den haben wir auch schon ein paar Mal geratet, ja, der wohnt tatsächlich in Amerika, ja, der ist ausgewandert, ja, das ist der Einzige, der mir auf YouTube und auf Twitch sympathisch erscheint in dieser Rap-Szene,
Aber ansonsten, nee, also ich bin ganz ehrlich, ich finde Mäuse so, damals war der stabil, heute ist der halt das, was er damals gehasst hat. Und das war ja euch nicht so. Einen Tweet geliked, wo genau ja, das gesagt das worden ist. Ansonsten hat er gesagt, will er das Ganze wohl musikalisch klären. Mois hat Usher auch noch andere Dinge in diesem Video vorgeworfen. Unter anderem hat Mois wohl dafür gesorgt, dass er bei Kollega gesigned wird, indem er Kollega lustigerweise auch angelogen hat. Also ja, Ehremann-Aktion. Ja. Er hat nämlich gesagt, dass er Usher schon ultra lange kennt. Der hat ihn daraufhin unter Vertrag genommen. Dann hat Mois noch kritisiert, dass Usher sich halt nie öffentlich mal dafür bedankt hat, dass er sich so für ihn eingesetzt. By the way, zu diesem Vertragsding. Mois hat zu Kollega gesagt, dass dieser Aschkopper schon 12 Jahre mit Mois befreundet ist. Ja, dass die ja schon übel lange sich kennen und so. Dabei kannten die sich erst ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und hat dann Kollega angelogen und gesagt, hier, der ist übel krass, so ist mein Homie und den kenne ich jetzt schon übel lange, dem kann man vertrauen und sowas. Und hat einfach so das Vertrauen ihm gegeben und keine Ahnung, man eigentlich das komplett missbraucht. Also keine Ahnung, Mann. Also das ist auch wieder so ein absolutes Eigentor und ich finde, zeugt nicht gerade von absoluter Stärke. Und hat ebenfalls gesagt, dass er einfach warum? 20% abgeben soll, also quasi so als Dankeschön. Schwein. Was irgendwie weird ist, weil warum? Ich meine, wenn du jemanden hilfst, dann sollst du ihn helfen, weil du ihn magst und nicht in der Hoffnung, irgendwie Prozente abzubekommen. Also so eine Denkweise kann ich nicht so ganz verstehen. Ja, sollte das Ganze allerdings so stimmen, dann hat Mois hier meiner Meinung nach Asche ziemlich zerpflückt und sein Image einfach mal auseinandergenommen. Euer Boy hat dazu ebenfalls schon ein Video hochgeladen, wo er anteasert, dass er nächste Woche ein sehr, sehr krasses Video über Mois machen will. Weil Leute, euer Boy übrigens, wobei das möchte ich noch anmerken, nicht Marvin California und Reportagen, euer Boy ist ein absolut stabiler Typ, ja. Der nimmt die ganze Szene komplett hops und ich bin mega gespannt auf das Video. Der möchte ein Video machen, in dem der Mois Widersprüche komplett auseinander nimmt und Mois generell komplett zerstört angeht. Hat er gemeint. Super viele Widersprüche bei Mois gibt. Was generell komisch ist, ist die Tatsache, dass er jetzt Usher halt für solche Dinge kritisiert, obwohl er in seinen eigenen Reihen sehr viele Leute hat, die ebenfalls nicht real sind, die sehr viel lügen und auch sehr viele Unwahrheiten verbreiten und halt ein falsches Image haben. Er die Leute aber komischerweise halt nicht kritisiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch dabei rumkommt. Die Buddies Zocken, ein Gaming-Kanal auf YouTube mit über 1 Million Abonnenten, haben jetzt ein Video hochgeladen, in dem sie gesagt haben, dass sie nicht weiter dort Videos hochladen. Sie hatten ihren Hype vor 2 Jahren mit Fortnite und sind da halt mega abgegangen, haben wie gesagt auch die Millionen Abonnenten geknackt, aber der Algorithmus... Also ich habe by the way ein Video dazu gemacht, für die Leute, die es nicht wussten. Ich habe dazu ein Video gemacht und ich muss auch sagen, jetzt nach und nach merkt man extrem, dass dieser Kanal extrem abkotzt, beziehungsweise auch die ganzen Fortnite-Kanäle, ne? Die sterben ja jetzt nach und nach und das ist halt schon eine heftige Angelegenheit. Ich persönlich muss sagen, ich habe es halt schon vor Monaten predicted, eigentlich habe ich es schon vor bestimmtem Jahr oder so predicted und ich zocke das ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Ne? Fortnite habe ich das letzte Mal angerührt vor 2 Jahren oder so. Ist halt ein lostes Spiel, ich weiß nicht. Ich finde das auch jetzt absolut nicht mehr interessant. Ne? Das war mal, ich hatte das tatsächlich auch mal gestreamt, aber mein Computer, der war auch einfach teilweise zu schlecht. Ich muss halt wirklich sagen, das hat auch mal Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber das wirklich, seitdem dieses, ich mag keine Spiele, die so übelst gehypt sind, wo überall die Nachrichten kommen, Fortnite, 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 das gleiche übrigens mit Among Us. Ich fürchte mich, Among Us zu spielen, weil das einfach zu viel gespielt wurde. Guck mal, jetzt spielt auf einmal kein Streamer mehr Among Us, weil die jetzt einfach auf einmal alle ein Spiel zocken, was 7 Jahre alt ist. Und zwar Rust oder Rust, keine Ahnung, Mann. Also das ist doch komisch. Ey, wirklich, ich hoffe auch nicht... Ne, MickeyTV spielt das zum Beispiel Bloons Tower Defense oder Julian Bam, der spielt auch Bloons Tower Defense. Ich hoffe nicht, dass dieses Spiel so extrem overhyped wird, weil ich eigentlich Bock habe, ein Spiel zu spielen, was nicht jeder spielt. Ja? Mir geht das immer sau auf den Sack, dass jeder dieses scheiß Spiel spielt. Das regt mich richtig auf. Das ist genauso auch Fall Guys. Ne? Fall Guys habe ich mir geholt, dachte ich mir so, ja, hier sieht ja lustig aus, aber wenn das überall gespielt wird, du siehst das in jedem Stream, hast du keinen Bock mehr drauf. Weil du möchtest ja auch irgendwie mal Abwechslung bieten. Und ich finde, ich kann keine Abwechslung bieten, wenn ich ein Spiel spiele, was jeder andere auch spielt. Mann, das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Ja, das ist schade irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ihr das so seht, aber ich, da bleibe ich lieber meinen Spielen treu, und zwar Counter-Strike und Bloons Tower Defense. Und das war's. Läuft bei denen nicht ganz so gut. Die Videos haben im Durchschnitt 10.000 bis 20.000 Aufrufe, was natürlich für 1 Million Abonnenten nicht gerade wirklich viel ist. Und die beiden wollen jetzt halt einfach nochmal mit einem neuen Kanal neu starten. Auf dem Kanal Die Buddies Reloaded laden sie jetzt 3-mal in der Woche weiterhin ganz normal Videos hoch, wollen halt damit einfach nur wieder in den Algorithmus rutschen, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, denn was bringt dir 1 Million Reichweite, wenn halt kaum Leute deine Videos sehen? Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Das waren die News von dieser Woche.
die werden auch, und das kann ich euch sagen, damit auch relativ erfolgreich sein. Wenn die das jetzt ordentlich durchziehen, werden die erfolgreich sein. Weil erstmal haben die eine gewisse Grundreichweite. Und wenn ein Kanal direkt am Anfang viele Abonnenten bekommt, regelmäßig Videos macht, dann wird der Kanal ziemlich gut empfohlen. Und da haben die dann nicht so das absolut große Problem.